Eine neue Salbe war notwendig, weil eine wirkliche Schutzsalbe gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich kenne viele Cremes, die man dafür verwendet, aber eine wirkliche Salbe, die das Problem wirklich im Kern packt, die war nicht vorhanden. Wichtig war auch, dass die Salbe nicht einzieht, dass sie lang auf den Stellen bleibt und damit ein Schutzfilm für die gesamte Zeit in Aktion auch vorhanden ist.